Hi, ich bin hier auf Odesen und möchte mit der Sana Ray sprechen. Die hat ja irgendwie eine überkrasse Message für mich, wurde mir gesagt. Und ja, ich lasse mich da einfach mal überraschen, was die Gute so mir erzählen möchte. Da oben rechts. Jawohl, da lang. Oh, und ich bin nicht mehr PvP markiert. Ich kann mich endlich ganz beruhigt bewegen. Salik ist eingetroffen. Danke für eure Unterstützung. Er spricht wenig, doch seine Fähigkeiten sind beträchtlich. Seine Hilfe wird uns stärker machen. Macht ihr Witze? Das ist fantastisch. Ja, war. Okay. Achso, ich kann ja hier eigentlich N drücken und weitermachen. Entschuldigung, ich war ein wenig desorientiert. Mal gucken, wo es diesmal hingeht. Nach. Was ist das? Bekannt kommt mir dieses Bild vor, aber. Planet? Mal gucken. Irgendwas wird es da dann gleich hier oben anzeigen. Zakul. Okay, auf Zakul. Mit Doppel-U. Ach, ich mag die Aufgabe nicht. Leon, wenn das nicht Lord. Mir fällt schon noch ein. Ist ernüchternd, was? Gib mir ein Aus oder verschwindet. Mir ist es egal. So geschmeidig wie ein Tranter. Aber ich arbeite nicht einfach für jeden. Bestellt einen Drink. Mal sehen, was in euch steckt. Es gibt keine bessere Methode. Stellt etwas zusammen, das eurer Meinung nach zeigt, wer ihr seid. Wenn ich eure Credits wollte, hätte ich sie längst. Na los, überrascht mich. Säufer. Gut, also ich habe hier Unmengen an Grümpel. Originell. Vergesst nicht das kleine Schirmchen. Guter Jahrgang. Nicht schlecht. Edel.
Vorsichtig mit dem Schaum. Den solltet ihr erst noch atmen lassen. Schirmchen war hier hinten, das weiß ich noch. Da ist es. So, keine Totenköppis. Ah, hier ist auch noch was. Es ist eigentlich nur wichtig, dass man halt hier nicht so einen Scheiß wie Trockenfleisch oder Dürrobst oder was auch immer, sondern halt einfach nur trinkbare Sachen benutzt. Zum Glück ist mein Magen aus Durastahl. Flüssige Wut. Den werde ich noch in einer Woche im Rachen spüren. Nennen wir ihn Schmetterer. Ich mag euren Stil und dieses Drecksloch hat seinen Zauber verloren. Ich gehöre ganz euch. Judy. Ich reiß doch jetzt nicht nochmal dahin. So. Helovis. Gut, dann also nochmal nach Odesen, um da das Feedback zu bekommen von Helovis. Wenn das in hoffentlich so richtig ausgesprochen ist. Dieses Hin- und Hergereise nervt ein bisschen, finde ich. Und nach rechts. Admiral Aego tut alles, was er kann. Aber mit den wenigen Ressourcen. Ich bin doch schon wieder falsch. So, jetzt. Da bin ich also und kümmere mich um meinen kleinen intergalaktischen Schmugglerring und dann landet da mit Riesengetöse dieser XS-Frachter. Und wer kommt raus? Nico Oka. Ich dachte wirklich, es wären wieder nur Gerüchte, aber hey, umso besser. Der Kerl kennt sich aus, hat unzählige Verbindungen in der Unterwelt, einen Namen, der viele Türen öffnet und ist ein erstklassiger Schütze. Und ist außerdem ein ausgezeichneter Pilot. Er ist fast so gut wie ich. Und das können nicht viele von sich behaupten. Ich muss ihn fragen, wie er es geschafft hat, uns diese Gerüchte zuzuspielen. Auf jeden Fall wird er eine Riesenhilfe sein. Er ist immerhin so gut, dass er sogar mir ein paar Sachen abnehmen kann. Das scheint heute ein richtig guter Tag zu werden. Na, umso besser. Wow, das ist doch mal was. Danke. Ja, wow, bitte. N? Ja, Bin. Oh, da war ich lange nicht mehr.
Richtig lange nicht mehr sogar. Kann mich gar nicht dran erinnern, wann ich das letzte Mal da war. So lange ist das mittlerweile her. Hohe. Ah, und ich erinnere mich an diese Aufgabe und ich mag sie nicht. Ah, ein freundliches Gesicht. Das sehen wir hier draußen nicht so oft. Zorn, seid ihr gekommen, um nach den verbliebenen Spuren des Sith-Imperators zu suchen? Oh, oder geht es wieder um einen geheimen Plan, den ihr beim Kampf gegen Revan übersehen habt? Mein Ruf eilt mir voraus. Ich fühle mich geschmeichelt. Taylor Strelick, zu Diensten. Willkommen bei meiner bescheidenen Expedition. Ich weiß, was ihr denkt. Bei dem ganzen Chaos in den letzten 5 Jahren, warum Ressourcen für so etwas aufwenden? Unser Interesse ist aber nicht rein wissenschaftlich. Wissen ist Macht. Und hier liegt die am nächsten mit dem ewigen Imperium verwandte Technologie. Der Tempel des Opfers. Opfer! So lautet meine Hypothese. Der Tempel wurde nach den Vorgaben des Imperators errichtet, ähnlich wie das ewige Imperium. Ich gehe davon aus, dass es Gemeinsamkeiten bei der Technologie geben könnte. Wir arbeiten daran, funktionierende Proben auszugraben, aber die Massassi sorgen dafür, dass die Arbeit ziemlich gefährlich ist. Das ist die richtige Einstellung. Hier sind die Positionen, an denen wir suchen sollten. Ich bin direkt hinter euch. Na klar. Dann wollen wir mal den ganzen Kladderadatsch hier zusammenfuchteln. Die habe ich von Anfang an nicht gemocht, diese Aufgabe. Ich habe sie bekommen. Und wo ich sie das erste Mal gespielt hatte, privat, dachte ich mir so... Du. Aber nun gut, da bringt ja das meiste Gemecker und Genörgel nichts. Damit macht man sich selber nur unnütz schwer. Also Augen zu und durch. Nützt ja alles nichts. Seltsam. Es gibt hier Stücke, die man üblicherweise nicht zusammenfindet. Die Zeit... Oh, das habe ich nur unterbrochen. Das sollte untersucht werden, aber nicht jetzt. Fahren wir mit unserer aktuellen Aufgabe fort. Die wo ist? Ich glaube, die war hier oben irgendwo. Ich verstehe gar nicht, warum es mir gerade auf der Karte nicht angezeigt wird. Aha. Von Enley heißt die Katze Pong Pong. Nur gut, dass jemand danach gefragt hat. Ah, sag ich doch da oben irgendwo. Ja, manchmal passe ich auch ein bisschen auf, wenn ich mal spiele. Ah, ich muss sagen, ich hatte jetzt so die ganzen Tage Urlaub gehabt, so Weihnachten, Silvester über... Davor ja Crank. Oh, ich glaube, ich war 14 Tage am Stück irgendwie nicht am Arbeiten gewesen. Ich wollte erst arbeitslos sagen, aber das stimmt ja gar nicht. Und ja, es tat so gut. Eva, ich hatte mal
So jetzt so zwischen Weihnachten und Silvester. Ich hatte Zeit zum Zocken. Ich hatte Zeit, mich privat mit dem Spiel zu befassen. Das war so schön. Das hat nahezu richtig Spaß gemacht. Genau, das Ding hängt hier hinten. Das schnappe ich mir gleich mal. Hunderte von Jahren alt. Manchmal vergesse ich, was für ein Wesen unser Sith-Imperator wirklich war. Na gut. Vergessen, dass man da auch hinspringen kann. So. Judy und den Rest würde ich sagen, dann beim nächsten Mal. Hab noch einen schönen Tag und erhol dich. Tschüssi.